Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Gruppe von Nordkoreanern hat auf dem Gelände der deutschen Botschaftsschule in Peking Zuflucht gesucht. Es handelt sich um 15 Frauen und Männer, die vor Hunger und Verfolgung aus ihrem Heimatland geflohen waren. Polizisten umstellten das Gelände, griffen aber nicht ein. Das Auswärtige Amt bemüht sich offenbar um eine Lösung, ähnlich wie bei früheren Vorfällen dieser Art. Dabei hatten die Flüchtlinge meist nach langen Verhandlungen über Drittländer nach Südkorea ausreisen dürfen. Wieder geschah es am helllichten Tag. Schauplatz diesmal das Gelände der deutschen Botschaftsschule in Peking. Hier wohnen auch Diplomaten, viel weniger streng bewacht als andere ausländische Vertretungen. Diese 15 nordkoreanischen Flüchtlinge wussten das offenbar genau. Gegen 3 Uhr näherten sie sich dem Gelände und stürmten plötzlich los. Die 2 Meter hohe Mauer überwunden in Sekunden. Für die illegal nach China eingeschleusten Nordkoreaner der erste Schritt in die Freiheit. Immer wieder riskieren verzweifelte Kopf und Kragen, denn Peking droht mit kalter Abschiebung nach Nordkorea, wo Haft und Folter drohen. Einige ausländische sogenannte Menschenrechtsorganisationen hetzen unter irgendwelchen Vorwänden Nordkoreaner auf, illegale Dinge zu tun und in provozierender Weise gegen chinesische Gesetze zu verstoßen. Erst gestern hatten chinesische Sicherheitskräfte mehrere Flüchtlingsfamilien brutal am Zutritt eines anderen Botschaftsgeländes gehindert. 12 Nordkoreaner wurden geschlagen, getreten und schließlich weggezerrt. Auch das Team des ARD-Studios Peking, vor dessen Büro sich die Übergriffe abspielten, wurde tätlich angegriffen, die Filmaufnahmen beschlagnahmt. Chinas Führung ist gereizt, denn das Flüchtlingsdrama entwickelt sich zum diplomatischen Dilemma. Peking mag das befreundete Pyongyang nicht verärgern, will aber auch nicht selbst am Pranger stehen wegen Polizeistaatsmethoden. Die deutsche Botschaft und das Auswärtige Amt bemühen sich um eine rasche Lösung für die verängstigten Flüchtlinge. Für den Wiederaufbau in den Hochwassergebieten sieht Bundeskanzler Schröder auch die Banken weiter in der Pflicht. Sie sollten ihren Widerstand gegen eine Entschuldung betroffener Betriebe überdenken, mahnte Schröder heute in Dresden. Er hatte dort mit der sächsischen Landesregierung über die Verteilung der Hilfen beraten. Maßgeblich, so hieß es nach dem Treffen, solle das Ausmaß der Schäden sein. Gemeinsam nach Lösungen suchen, gemeinsam Lösungen finden. Unter diesem Motto könnte der Besuch des Kanzlers in Dresden stehen. Die Soforthilfe ist am Laufen, nun muss der Wiederaufbau organisiert werden. Der Kanzler forderte aber auch die Banken zur Solidarität auf. Die Hauptlast der Katastrophe werde zwar beim Staat liegen, doch müssten auch die Geldinstitute einen Teil leisten. Ich denke, dass man einfach in einer solchen Aktion auch von denen, die in der Normallage über die Kredite auch Geld verdienen, dass man sich überlegen müsste, ob man zu dieser gemeinsamen nationalen Anstrengung nicht auch einen Beitrag zu leisten bereit und auch imstande ist. Kein Widerspruch des sächsischen Ministerpräsidenten, doch gab Milbrad zu bedenken, dass eine Entschuldung meist regionale Bankinstitute betreffen würde. Die großen Banken haben sich ja weitgehend aus dem Finanzierungsgeschäft des Mittelstandes in Ostdeutschland zurückgezogen. Ich gehe davon aus, dass es dann auch innerhalb der Sparkassenorganisation und innerhalb der Volksbankenorganisation zu einer entsprechenden Solidaraktion kommt. Über 10.000 Unternehmen sind allein in Sachsen von der Flutwelle betroffen. Eine Entschuldung dieser Betriebe kommt für die Banken nicht in Frage. Zusagen solcher Art hätte es von ihrer Seite auch nie gegeben. Diese Frage richtet sich an die Politik. Wie gesagt, Bund und Länder sind hier in Verantwortung. Banken und Sparkassen tun das ihre, um das Hilfsprogramm zu begleiten. Um den Betrieben zu helfen, bleibt die Bundesregierung aber dabei. Im Einzelfall sollten Unternehmen entschuldet werden. Ich wäre dankbar, wenn der Bundesverband der Banken öffentlich das sagt, was er in internen Gesprächen sagt, dann gäbe es diese für die Presse sicherlich interessanten Interpretationen nicht. Der Kanzler immerhin hatte ein konkretes Angebot für verschuldete Unternehmen. Die Frist für die Anzeige von Insolvenzen für hochwasserbeschädigte Betriebe soll bis Ende des Jahres verlängert werden. Trotz der Hoffnung auf neue Aufträge nach der Hochwasserkatastrophe bleibt die Lage in der Baubranche kritisch. Der Hauptverband der deutschen Bauindustrie rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatzrückgang von mehr als 5%. Bis zum Jahresende werden nach Angaben des Verbandes 80.000 Arbeitsplätze wegfallen. Zerstörte Häuser, kaputte Straßen, erneuerungsbedürftige Infrastruktur. Arbeit für die Bauwirtschaft gibt es in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten genug. Das wird Arbeitsplätze schaffen und die Baukonjunktur ankurbeln, allerdings nur regional und nur zeitweilig. Die Branche macht sich keine Illusionen, dass die Krise am Bau dadurch grundlegend behoben werden könnte.
Dennoch ist mit Aufträgen im Volumen von 2 bis 3 Milliarden in kürzester Zeit zu rechnen, wenn die Politiker ihre Hausaufgaben machen, meint jedenfalls die deutsche Bauindustrie. Jetzt müssen Regelungen getroffen werden. Erstens mal, dass wir nicht vom Europarecht gehindert werden, schnell zu handeln. Zweitens aber auch, dass wir nicht durch unsere eigene Bürokratie, die ja auch gigantisch ist, gehindert werden, hier schnell Abhilfe zu schaffen. Die Baubetriebe gerade im Osten haben Aufträge bitter nötig. Um 9% ist im letzten Jahr der ohnehin niedrige Umsatz gesunken. In ganz Deutschland werden 2002 vermutlich erneut 80.000 Arbeitsplätze wegfallen und 8.000 Firmen Insolvenz anmelden. Die Gründe für diese tiefe Krise liegen vor allem in den Geldnöten der Kommunen, dem größten Auftraggeber der Bauindustrie. Vor allem in Infrastruktur müsste wieder investiert werden, fordert die Branche. Dazu gehöre ganz nebenbei auch ein besserer Schutz gegen Hochwasser. Altkanzler Kohl hat sich mit scharfer Kritik an Bundestagspräsident Thierse zu Wort gemeldet. Dieser übe sein Amt bisher am parteiischsten aus, so Kohl. Auf den Vorwurf, er habe Thierse in kleiner Runde in die Nähe des Nazi-Politikers Göring gerückt, ging der Altkanzler direkt nicht ein. Er erklärte aber, es liege im Fernen, ein Mitglied einer demokratischen Partei mit dem einer totalitären Partei zu vergleichen. Thierse wertete die angeblichen Äußerungen Kohls als außerhalb dessen, was sich Demokraten im politischen Streit erlauben sollten. Einen Tag vor dem Abschluss des Weltgipfels in Johannesburg haben die Teilnehmer zahlreiche Vereinbarungen zur Bekämpfung der Armut und zum Schutz der Umwelt getroffen. Eine verbindliche Vereinbarung zur Förderung erneuerbarer Energien scheiterte am Widerstand der USA und der Organisation Erdöl exportierender Länder. Bundesentwicklungshilfeministerin Wiczorek Zoll sprach von verheerender Kurzsichtigkeit. Auch Umweltorganisationen äußerten sich enttäuscht. Lautstarke Proteste heute vor dem Konferenzgebäude. Aktivisten machten ihre Unzufriedenheit mit dem Gipfel deutlich, denn die Umweltkonferenz konnte sich nicht auf ein verbindliches Ergebnis im Energiebereich einigen. Gemischte Gefühlslage bei der deutschen Delegation. Gerade sie wollte einen Anteil von 15% bei den erneuerbaren Energien festschreiben lassen. Aber die USA und die OPEC-Staaten verhinderten dies. Die deutsche Bilanz fällt durchwachsen aus. Wir wollen, dass die erneuerbaren Energien drastisch ausgebaut werden. Das ist erfreulich. Enttäuschend ist, dass diejenigen, die da die Hauptverantwortung tragen, nämlich die entwickelten, die Industrieländer, sich nicht selbst verpflichtet auf ein verbindliches Ziel haben. Schlechte Nachrichten für das Klima, denn ein Ausbau von Sonnen- oder Windenergie würde die gefährlichen Kohlendioxidemissionen reduzieren. Umweltgruppen nennen den Johannesburg-Beschluss einen Skandal. Das Spiel ist 1:0 für die Hardliner, für die Dinosaurier ausgegangen. Nur glaube ich, dass die USA und die OPEC-Länder sich täuschen werden. Die Zukunft wird sie einholen. Heute erklärten Russland und China, man wolle das Kyoto-Protokoll, das den CO2-Ausstoß regeln soll, ratifizieren. Allerdings sind das bislang nur Absichtserklärungen. Keine Frage, Kompromisse sind bei Konferenzen unvermeidbar. Aber wer sich von diesem Gipfel Konkretes zum Klimaschutz erwartete, der sieht sich enttäuscht. Johannesburg hat hier keine Fortschritte gebracht. Am Rande des Gipfels kamen in Johannesburg auch UN-Generalsekretär Annan und der stellvertretende irakische Ministerpräsident Aziz zusammen. Dabei stellte Aziz eine Rückkehr der UN-Waffeninspektoren in sein Land in Aussicht, nannte aber Bedingungen. Nötig sei eine Gesamtlösung. Sie müsse Verhandlungen über ein Ende der UN-Sanktionen gegen Bagdad und die Wiederherstellung der irakischen Souveränität im gesamten Staatsgebiet beinhalten. Der britische Premierminister Blair hat sich in der Irak-Frage erneut klar auf die Seite der USA gestellt. Auf einer Veranstaltung in seinem Wahlkreis Sedgefield kündigte er für die kommenden Wochen Beweise an, dass der Irak Massenvernichtungswaffen herstelle. Die UNO dürfe die Irak-Frage behandeln, eine Lösung aber nicht behindern, betonte Blair. In Israel hat das oberste Gericht eine Grundsatzentscheidung zur Ausweisung von Palästinensern gefällt. Demnach dürfen zwei Verwandte eines palästinensischen Extremisten vom Westjordanland in den Gazastreifen abgeschoben werden, weil sie ihm bei der Vorbereitung von Bombenattentaten geholfen haben sollen. Mit den Ausweisungen will die israelische Regierung radikale Palästinenser von weiteren Anschlägen abschrecken. Menschenrechtler verurteilten dies als Verstoß gegen das Völkerrecht.
Russland und Deutschland wollen ihre Wirtschaftsbeziehungen weiter vertiefen. Außerdem soll der Kampf gegen Terrorismus und grenzüberschreitende Kriminalität verstärkt werden. Das vereinbarten Bundespräsident Rau und Russlands Präsident Putin in Moskau. Dort hält Rau sich zu einem viertägigen Staatsbesuch auf. Außerdem sprachen die beiden Präsidenten über die Wirtschaftsbeziehungen und über die russische Exklave Kaliningrad, das frühere Königsberg. Bei Staatsempfängen macht in Europa den Russen keiner etwas vor. So braucht der Kreml in den Disziplinen Pomp, Pracht und imperialer Rahmen keinen Konkurrenten zu fürchten. Der Bundespräsident und seine Frau besuchen Russland in einer Zeit sehr guter deutsch-russischer Beziehungen. Die breite politische Übereinstimmung zwischen beiden Ländern hob heute auch Johannes Rau hervor. So warnen beide vor einem Angriffskrieg gegen den Irak. Doch da ist noch der Störfaktor Kaliningrad. Beim EU-Beitritt von Polen und Litauen wird nämlich das alte Königsberg vom russischen Kernland noch stärker getrennt, der innerrussische Verkehr durch Visa behindert. Moskau hofft nun bei der Lösung des Problems auf massive deutsche Unterstützung. Wir hoffen miteinander, dass bis zum Ende September ein Vorschlag vorliegt, der dann hoffentlich umgesetzt werden kann. Aber ich hoffe sehr, dass eine Lösung gefunden wird, die dem europäischen Interesse genauso entgegenkommt wie den russischen berechtigten Wünschen. Putin unterstreicht, dass das Hindernis unbedingt aus dem Weg geräumt werden muss. Es ist eine Frage des politischen Willens, sagt er. Diesen Willen müssen beide Seiten aufbringen. Ganz hell sieht die nächste Zukunft der kulturellen Beziehungen aus. 2003 wird in Deutschland ein Russlandjahr begangen. Eine Erhöhung der Krankenkassenbeiträge ist nach Ansicht des Verbandschefs der angestellten Krankenkassen Rebscher nicht notwendig. Es gebe kein Defizit, sagte Rebscher im Deutschlandradio. Es handele sich vielmehr um ein buchungstechnisches Problem im Risikostrukturausgleich. Gestern war bekannt geworden, dass die gesetzlichen Kassen im ersten Halbjahr dieses Jahres ein Minus in Höhe von mehr als 2,4 Milliarden Euro eingefahren haben. Die Schauspielerin Iris Berben ist mit dem Leo-Beck-Preis ausgezeichnet worden. Als erste Künstlerin erhielt sie die Ehrung des Zentralrates der Juden in Deutschland, unter anderem für ihr Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus. Der Präsident des Zentralrates der Juden, Spiegel, würdigte Berbens kompromissloses Eintreten gegen Rechtsextremismus und Vorurteile. Mit dem Preisgeld von 10.000 Euro will die 52-jährige Schauspielerin Forschungsprojekte der Universität Jerusalem unterstützen. Gegen den früheren Verteidigungsminister Scharping hat die Staatsanwaltschaft Koblenz Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Es geht dabei um den Vorwurf, Scharping habe von einem PR-Berater Kleidung im Wert von mehr als 27.000 Euro erhalten, ohne Schenkungssteuer zu entrichten. Der SPD-Politiker zeigte sich interessiert daran, dass der Sachverhalt aufgeklärt wird. Seine Immunität als Bundestagsabgeordneter ist bereits aufgehoben. Das Hamburger Regierungsbündnis hat die Krise um den umstrittenen Bundestagsauftritt von Innensenator Schill für beendet erklärt. Schill habe den Zwischenfall gegenüber den Partnern von CDU und FDP bedauert, berichtete Bürgermeister von Beust nach einer Aussprache im Senat. Auch auf eine Verfassungsklage wegen des abgedrehten Mikrofons im Bundestag werde der Senator wie gefordert verzichten.